Euch allen ganz herzlichen Dank für euer Dasein und Mitgehen im Gottesdienst. Vielen Dank, ihr lieben Sänger, Musiker und Dirigenten. Eure Beiträge haben uns gut getan. Ich möchte euch noch etwas erzählen. Bekanntermaßen werden wir ja wachsen in unserer Gebietskirche. Dadurch, dass Bezirksapostel Koberstein aus der Gebietskirche Hessen, Rheinland, Saarland-Pfalz nächstes Jahr im Februar in den Ruhestand geht, hat der Stammapostel entschieden und gewünscht, dass wir aus Nordrhein-Westfalen diesen Arbeitsbereich mit übernehmen. Und das ist eine Menge Arbeit, das merken wir jetzt schon, aber es macht auch eine Menge Freude. Und diese Situation hat dazu geführt, dass mich Bezirksapostel Koberstein und die Jugend aus Hessen zum letzten Jugendtag, den sie unter sich hatten, sozusagen eingeladen haben. Der war am letzten Sonntag in Frankfurt. Und von da aus habe ich einen kleinen Eindruck, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Dauert eine Minute. Es geht um die Glaubensfeier, so nennen die Jugendlichen die Nachmittagsstunde, die nach dem Gottesdienst am Mittag stattgefunden hat. Und dieser kleine Ausschnitt, dieses kleine Video dauert eine Minute und sechs Sekunden, also ihr müsst euch konzentrieren. Und ich empfehle den Aposteln und Bischöfen, mal hier hinzukommen, dass ihr euch nicht den Kopf verrenken müsst. Und wenn wir unsere Plätze eingenommen haben, würde ich sprechen, Mats, ab. Bitte schön. Die Regie hat gerade gesagt, wir haben noch eine Baustelle vergessen. Zum Ersten haben wir was für Sie. Wir möchten Ihnen gern diesen Baustein mitgeben. Den können Sie gern Ihrer Jugend mitbringen. Der soll ein Grundstein sein für unseren neuen großen Bezirk. Als Gruß hier aus Frankfurt. Ich darf euch einladen zu unserem ersten gemeinsamen Jugendtag in der neuen großen Gebietskirche, 17. Juni 2018. Alle herzlich willkommen in der Arena Oberhausen. Ich freue mich auf euch. Alles Gute, bis dahin. Jetzt müsst ihr Brüder mal ein bisschen Platz machen. Wo ist der Baustein und wo ist die Schwester, nämlich Natascha, die mir diesen Baustein geschenkt hat oder mitgegeben hat? Die ist jetzt hier. Herzlich willkommen. Das Motto stand im Übrigen, oder das Motto im Übrigen war: Bau mit mir, wir bauen zusammen. Aber dazu wird euch jetzt Natascha noch ein paar Worte sagen. Nochmal herzlich willkommen. Komm, wir gehen mal hier so, dass das jeder sehen kann. Hallo ihr Lieben, ganz schön, dass wir hier sein dürfen. Wir sind eine kleine Delegation aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Die sitzen dort oben. Auf sich hat. Vielleicht habt ihr schon erkennen können, was draufsteht. Der Zisapostel hat es ja gerade schon gesagt, unser Motto letzte Woche beim Jugendtag war: Ich baue mit dir. Und wir finden, das passt super zu dieser Gebietskirchenzusammenlegung. Wir wollen mit euch zusammen bauen und wir wollen füreinander bauen und wir wollen etwas ganz Tolles, Neues miteinander machen. Und wir freuen uns, dass wir dieses Wochenende schon hier sein dürfen und wir freuen uns riesig, alle zusammen nächstes Jahr hier zu sein. Also auch nochmal von hier aus
die kleine Delegation nimmt das mit. Ihr habt die Stimmung gehört hier. Ihr seid uns herzlich willkommen. Und es geht nicht darum, dass wir euch aufnehmen oder dass wir euch okkupieren oder wie auch immer. Wir gehen auf Augenhöhe miteinander. Wir bauen gemeinsam. Herzlich willkommen.